Hallo ihr Verstrahlten und willkommen zurück zu Chernobyl Light, einer weiteren Folge mit besseren, Qualitätsaufnahmen, ich hoffe. Denn ich habe wieder ein bisschen rumgespielt mit dem Encoder und so über OBS und ein wesentlich besseres Bild für euch zu bekommen. Denn mir ist aufgefallen, die Chernobyl Light Folgen waren noch ein bisschen arg pixelig. Nichtsdestotrotz würde ich nochmal einmal schnell in die Einstellung gehen, in die Spieleinstellung. Da das Spiel ja auch noch nicht ganz hundertprozentig optimiert ist und alles, würde ich gerne noch ein bisschen... Nein, ich will nicht auf Ultra. Wieso halt damit alles wieder auf Ultra stehen? So. Weiß nicht, warum er mir alles auf Ultra gestellt hat. Ganz komisch irgendwie. So. Und... So, 85 reicht. Genau, wir haben am letzten Mal hingespielt. Der Flex hier aus der Vergangenheit hat uns hier hingespielt. Und, genau, ich nehme das Ganze jetzt... quasi mit einem neuen Encoder wieder auf, eine neue Einstellung, und es sieht, glaube ich, auch ein bisschen besser aus. Wenn es kleine Mini-Ruckler gibt, weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Wie gesagt, ich würde es gerne erstmal ein bisschen aufnehmen. Und ich weiß gar nicht, was anstand. Waren wir auf Lebensmitteltour? Ich bin mir nicht sicher. 190 Meter ist da was, da gehen wir mal gucken. Ist denn immer noch alles auf 1, 2, 3? Ja, 1, 2, 3, 4, alles klar. Und wir hatten beim letzten Mal ein bisschen Action gehabt. Und schauen wir mal. Ich nehme das übrigens erstmal wieder ohne Kamera auf. Denn ohne Kamera ist mit Kamera, ihr wisst es. Um so ein bisschen erstmal zu gucken, was so die Meinungen sind. Was? Oder fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Da ist jemand. In 89 Meter ist was und man konnte teilweise Sachen nicht erkennen, richtig, ist mir aufgefallen. Weil ich gucke ja auch so ein bisschen zwischendurch mal so die Videos und alles und... Wer sieht mich denn da? Und da ist was aufgefallen. Ach, da oben. Oha. Und bevor ich mich da ins Unglück stürze und jede Folge damit aufnehme, möchte ich doch ein bisschen Qualität für euch bieten. Vielleicht nehme ich in der nächsten Folge wieder mit Kamera auf, mal gucken, mal schauen. Und, genau, bevor da das schlimmer wird. Aber ich merke schon, dass das auf jeden Fall das Bild wesentlich klarer ist. Was schon mal sehr, sehr geil ist. Zumindest für, wie gesagt, für YouTube. Dass ihr da auch ein bisschen besseres Detail habt. Weil dann denkt ihr auch so, was ist das denn? Das sieht ja voll scheiße aus. Und der erzählt immer, das sieht richtig gut aus. Ja. So, da ist was. Und hier ist was in 23 Meter. Ich glaube, hier... Wir sind übrigens jetzt in Prypjat, Tag 2. Wir müssen ja auch wieder Ressourcen sammeln für unsere Base. Gleichzeitig... Hier ist verstrahlt. Gleichzeitig aber auch Vorsicht walten lassen. Denn erstens ist hier immer noch radioaktiv verstrahlt alles. Aber wir müssen ja irgendwie dahin, ne? Licht war F, L... Nee, wie war Licht nochmal? Ich habe vergessen, wie Licht war. T? B? Nein? Wie war Bauen? Wie war Licht? Hallo? Ich weiß nicht, wie Licht war. Verdammt, es ist so lange her. Nein, nicht Bauen. I? Nein. I sind wir da. L? Nein. P? O? Ö? Y? Nee. C? V? V. V ist Light. Okay. Ach du Heiliger. Und, ja, gucken wir mal. Was ist das für Geräusche? Ah. Hallo? Ich habe die Kamera übrigens nicht eingestellt. Das ist natürlich ganz toll. Warte mal eben. Nein, wollte ich gar nicht. Da, einschaffen. Nein, nicht deaktivieren. So. Speichern. Und ich habe die Cam... nicht richtig positioniert. Sehe ich gerade. Ach, ist das blöd. Das ist immer, wenn man mit hochprofessionellen Leuten arbeitet. So. Weil ich ja am Wochenende nicht alleine gestreamt habe. Nein, ich will nach da. So. Muss ja mittig sitzen. So. Hallo, Tag. So. Warte mal, die Kamera muss wieder dahin. Weil ich am Wochenende nicht alleine gestreamt habe, sondern zu zweit. Habe ich hier so ein bisschen... zu zweit gespielt. Elektronisches Teil. Mit der 4 hatten wir unser Gerät, ne? Oh. Laut.
Na, das fängt ja super an. Gut, dass ich die Kamera angemacht habe. Alter, du hast ein neues Level erreicht. Hast einen sozialen Punkt verfügbar. Toll. Das ist ganz toll. Ganz großes Kino. Das, ja, vielleicht nehme ich das noch mit Kamera auf. Okay, hallo Freunde. So, was haben wir hier? Pripyat-Café. Können wir es lesen? Zoomen können wir und bewegen. Notiz anzeigen mit T. Genosse, die CIA weiß, dass Zapenko beim KGB ist und Blue Arrow, zu dem ich gehöre, wird das Kraftwerk infiltrieren. Leider kann ich Zapenko nicht mehr unterstützen und beschützen. Ich würde zurückrufen und fahre in 2 Tagen zurück nach Washington. Also bitte, Genosse Stefano, Genosse Zapenko, zurückziehen. Die CIA weiß fast alles über ihn. Dein Freund BV. Mhm. Der Freund BV. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt spielt. Ob das jetzt nach dem Reaktorunfall spielt. Aber ich glaube, es muss. Bin mir aber nicht sicher. Hier komme ich nicht rein. Okay. Aber wieso komme ich hier nicht rein? Ich bin doch... Ah, doch, jetzt geht's. Diese Blitz... Matt, ich liebe Tierwild. Wer sagte das? Oh, ein Apfel. Ich meine, wir sind immer noch auf der Ressourcensuche. Ich bin mir aber nicht sicher. Und was ist das für ein Geräusch? Dietrich, haben wir aufgeschlossen? Juhu. Weil wir Dietrich haben. Und ein Brot. Das wird uns gut tun, vor allen Dingen mit unserem Freund. Ich glaube, Oliver heißt da. Wenn ich mich recht entsinne. Oliver war der junge Mann, der mit uns in unserer Heimatbasis ist. Nach oben kommen wir sowieso nicht. Was ist das für ein Zeichen? Warte mal. So. Was ist das denn hier? Eine Hanfplantage? Hier lebt auf jeden Fall jemand, würde ich jetzt behaupten. Er hat aber nicht abgeschlossen. Oder er lebte. Oder lebte. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall sein Klo und seine Badewanne. Er hat eine Registrierkasse hier. Warum? Was hat er hier verkauft? Ratten am Spieß? Ich bin mir nicht sicher. Da würde ich gerne rein. Wenn es möglich wäre. Wieso komme ich hier nicht rein? Verdammt. Mist. Wir kommen leider nicht rein. Sieht aus wie so ein Kinderspielzeug hier, also so vom Spielplatz, was er sich hier eingebaut hat. Naja. Dann haben wir das auch. Schade, ich habe gedacht, wir können hier noch, noch ein bisschen was entdecken oder so, aber anscheinend war es das hier. Gut. Dann heißt es für uns, wir müssen wieder raus. Warte mal, von wo kamen wir denn? Waren wir hier schon? Hier ist ein Balkon. Oh, wo geht's denn hin? Warte mal. Oh, hallo. Oh. Oha. Ja, das ist nicht so gut, würde ich jetzt sagen. Mist. Kann ich einen Apfel aufnehmen? Nein, der ist dahinter. Das ist das, was sich so anhört. Wie konnten wir das denn entfernen? Konnten wir das nicht irgendwie entfernen? Gab es da nicht irgendwie die Möglichkeit, das zu entfernen? Wir sind sogar mit Inventar voll, ne? Kiste mit Beute. Portalgenerator. Ach ja. Das ist ja, damit kommen wir immer wieder zurück. Verdammt, hier kommen wir also noch nicht rein. Konnten wir nicht irgendwas bauen? Naja.
War hier noch was? Was war das denn? War das der Wind? Ich hoffe. Das klang so komisch. Wieso ist die Tür zu? Hallo Freunde! Ich will nicht ins radioaktive Wasser. Okay, da hinten ist auf jeden Fall was. Da waren aber auch Gegner, wenn ich mich recht entsinne. Ich will hier auch keinen Aufstand irgendwie. Ja, irgendwo sind hier Gegner. Aber ich sehe, da ist einer. Und hier, ah, hier läuft einer. Kann ich den von hinten so... Versteh schon, so Knockout und so, weißt du? Geht das? Ja, nice. Erstmal ausschalten und looten. So, sein Kollege lief da oben, ne? Vielleicht können wir den ja so ein bisschen infiltrieren. Diese verschwörerische, ominöse Musik. Dün, 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 dün. Wir sind ein wenig verstrahlt. Scheinbar, weil wir gerade durch die Büsche hier gehen. Der läuft hier oben. Hä, es hat doch geregnet. Oh. Der hat sich gerade umgedreht. Puh. Da ist was zum Looten. Jetzt weiß er natürlich nicht, wo der lang kommt. Ich achte nur auf die gelbe Anzeige gerade von seinem Kollegen, aber der hat uns anscheinend nicht gemerkt. Oder nicht bemerkt, besser gesagt. So, ich nehme alles mit. Soldat. Hä? Welcher? Wo? Was? Hä? Soldat? Hat es denn doch jemand bemerkt? Oh fuck, er hat uns. So, der ist weg. Puh, die neue Maus macht sie bemerkbar. Oh, da oben. Nice. Bisschen Action hier. So, ich glaube. Wo? Wo denn? Wo ist Soldat? Wo, 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 wo? Ich sehe ihn nicht. Das werden die anderen ja gehört haben. Hier soll noch irgendwo was sein. Warte mal, was ist denn hier? Okay, bevor wir da hingehen. Da, ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen, der war da gerade. Da läuft er. Komm, bleib stehen. Wo ist er denn? Zeig dich. Ist er weg? Haben wir ihn nicht. Oh, nehme ich erstmal mit Blümchen. Ja, haben wir. Das tut mir aber leid. So, dann loote ich die mal, die jungen Männer. Alles, was wir haben, nehmen wir mit. So. Der andere war da oben, ne? Okay. Oh. Haben wir, ne? Haben wir. Ja, haben wir Arm abgeschossen. Lieber Arm ab als Arm dran, ne? Oh mein Gott, wir können das ganze Haus durchsuchen und untersuchen. Ja. Wir werden das mal tun. Mal so langsam gucken, ob ich die... Was?
Langsam gucken, ob ich die Folge nicht so langsam mal beende. Dieser erste Schocker schon in der neuen Folge hier ist, hat mich schon so ein bisschen... Bisschen aus der Bahn geworfen. Nein, Rollstühle, ich hasse euch, geht weg! Was mag das gewesen sein? Waren das Wohnhäuser? Das ist die große Frage. Oha. Okay, da läuft auf jeden Fall. Hier läuft rechts auch noch einer von uns. Wir sollten auf jeden Fall sehr vorsichtig sein hier. Wir sind nicht alleine. Rollstühle, Krankenhaus vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Taschenlampe geht aus. Lass mal aufladen. DJ Blattman! Es scheint der Typ zu sein, der weiß, wer hier unterwegs ist. Handeln. Ich muss ein paar Dinge handeln. Wenn Sie sich benehmen, können Sie mit mir handeln. Einverstanden. Ich benehme mich. Lebensmittelration. Geil. Ich erzähle es niemandem. Danke. Die Bruderschaft wieder. Nein, eine Lebensmittelkiste. Und wir sind voll. Verdammt. Das ist natürlich nicht gut. Und ich will ungern was wegschmeißen. Verdammt, was können wir denn mal loswerden? Eigentlich brauchen wir alles, ne? Shotgun Sluts, können wir die nicht stapeln? Mist, wieso können wir die nicht stacken? Das ist blöd. Muss ich die Kiste leider Gottes Namen hier lassen. Das ist aber ärgerlich. Okay, eine zweite Etage gibt's auch. Würde ich tatsächlich gleich gehen. Aber ich würde erstmal einmal hier abchecken. Was hier Phase ist. Da ist schon mal das Chernobyl Light. Ausbrennen mit F. Wir brauchen eine Flare. Das können wir wahrscheinlich bei dem einen links auch machen. Nein, ich bin voll. Nein. Gewehrmunition, Shotgun-Munition. Verdammt, wie kann ich voll sein? Kann ich hier nicht eigentlich was in die Kiste packen? Das geht nicht, okay. Mist, wie ärgerlich. Das ist natürlich blöd. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen. Wir können die Fragezeichen noch abklappern, wenn wir wollen. Und natürlich auch das Gebäude noch weiter untersuchen. Was ich doch gerne machen wollen würde. Denn, wenn wir schon einmal hier sind, ich meine, wir können nichts mehr mitnehmen, groß. DJ Blattman ist auch wieder da. Der Nachbar von unten hat wieder Technomucke an. Ruhe da unten! So. Oh, dieser Gang. Dieser Gang prädestiniert doch schon den Horror, oder? Das ist doch schon prädestiniert dafür, dass hier gleich irgendwas passiert. Oh, gerade noch von gesprochen. Es wäre schön, wenn es regnet. Guck mal an. Sail away. Dream your dream. Lalala. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob das... Hä, wieso komme ich hier nicht rein? Hallo? Hä, ich komme nicht rein. Was ist das denn? Warum komme ich denn hier nicht rein? Hilfe! Okay, es geht nicht. Ich komme nicht in diese Tür, ich bin zu fett. Ich habe zugenommen, ich entschuldige mich dafür.
Wie geil das aber auch aussieht mit dieser Textur hier, mit diesen Tapeten abgerissen. Ich mag diesen Stil. Also nicht, dass ich den jetzt zu Hause haben möchte, aber ich mag dieses ranzige, runtergekommene Lost Places, so. Okay, es geht noch weiter nach oben. Waren das Wohnhäuser? Ich bin mir nicht sicher. Oder Wohnungen? Oh. Ich würde sagen, da kommen wir wieder nach unten. In die vorige Etage. Okay, gut. Haben wir die Tür also gefunden. Das sieht aus, als würde ich gerade Outlast 3 spielen. Und ich bin gerade bei Mount Massive unterwegs. Vielleicht sollte ich mal mehr scannen, ne? Um Ressourcen zu finden. Oh, guck mal einer an. Aber ich fühle mich mit einer Waffe in der Hand sicherer, muss ich sagen. Denn alleine mit einer Waffe in der Hand kann ich hier schon gut umgehen. Ich glaube, das war ein Krankenhaus. Bin mir nicht sicher. Naja, Medikamente kann ich nicht mitnehmen. Das ist ärgerlich. Was ist, wenn ich den Kopf schieße? Ist er sofort weg? Alter, wie riesig das Gebiet einfach neu ist, ne? Und wir sind mit der Hauptquest eigentlich schon durch. Bevor wir da lang gehen, obwohl, nee, wir müssen da lang gehen, ne? Es geht dann hier, glaube ich, nicht weiter. Ich dachte, da geht's weiter. Solange die uns nicht sehen, ist alles gut, ne? Gerade noch von gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob welche im Gebäude rumschlawenzeln. Das ist so mein Problemomato. So, ich gehe mal wieder auf 4. Ah, guck mal an. Wir können ja nichts aufnehmen, weil ich voll bin. Wir müssen unbedingt ein Lager bauen, ne? Das war, glaube ich... Ja, stimmt. Jetzt fällt mir das wieder ein. Wir konnten ja noch kein Lager bauen, weil uns irgendwie... Ich glaube, elektronische Teile fehlen in der Base. Das müssen wir unbedingt bauen. Ein Lagersystem. Ich komme gerade so ein bisschen vor, als würde ich Brief Edge spielen. Im Übrigen, Brief Edge wird es richtig interessant, kann ich euch schon mal sagen. Wenn die Folge raus ist, weiß ich jetzt nicht genau, wo wir da sind, aber das wird noch richtig lustig. Freut euch schon drauf. So. Würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Da steht auch ein junger Mann. Oh, oh, hoffentlich sieht er mich nicht. Bitte seh mich nicht. Ansonsten muss ich auf dich schießen. Weil dann können wir ja noch viel, viel mehr mitnehmen. Und wir können unseren Rucksack ja irgendwann jetzt mal hier leveln oder so, wenn das geht. Gehst du mal da rein? Danke. So. Ach, schön. Ist ja ein Traum. Dieser Ausblick hier. Das wird immer schöner. So, war... Ne, wir müssen weiter runter, ne? Ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich einfach zurückreisen jetzt. Weil wir mit der Quest fertig sind. Сергей Петрович, слыхали? Они отложили испытание дуги. Mhm. Ein Wäldchen. Also nicht wundern, wenn es im Ladebildschirm ruckelt, also diese Videos. Das liegt tatsächlich am Spiel. Also nicht an der Aufnahme oder sonst irgendwas. Das liegt tatsächlich am Spiel. Aber ja. Da, wie gesagt, das Spiel ist ja noch nicht fertig. Es ist immer noch in Early Access. So, wir werden zurück. Gut. Zuordnung ändern. Rationen geben. Normale. Ich gebe ihnen auch mal normale, ne? Tasche ihrer Basis. Chaos ist Sänger, Psyche. Lalalala. Okay. Er kriegt auch erstmal eine normale. Ja, möchte ich.
So. Tag 2 in Prypjat. Da hinten ist der Reaktor, wo das Unglück war damals. Das müsste Prypjat sein da. Ich meine, so nah war es in echt nicht gewesen. Ich glaube, es war da so die Ecke. Aber naja, gut. Das Riesenrad ist übrigens von hier aus auszusehen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal eben, wie das ist mit dem... Wie war das nochmal mit dem Lager? Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie war das nochmal? F... Bauwerkzeuge, Luftqualität, Strahlenschutz, Energieversorgung, Schlafplatz, Basis-Upgrade, hier Igors Inventar. Hier. Du kannst eine Menge Zeug darin verstauen. Das war das, glaube ich, ne? So, ich baue das mal. Lager öffnen. Ach, guck mal an. Ja, nice. Oh, großartig. Kann ich das irgendwie schnell übertragen? Geh, nehmen und platzieren. Okay, das geht schwieriger, als ich dachte. Das ist Gewehrmunition, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das Gewehr überhaupt mitnehmen soll. Also die Flinte würde ich mitnehmen. Wir haben ja noch einen Revolver. Wir haben sogar zweimal Revolver. Gewehrmunition... Revolvermunition behalte ich. Brauchen wir ja. Shotgun-Muni. Auch mal vorsichtshalber behalten. Gewehr packe ich hier oben hin. Beruhigungssalbe. Erstmal rein. Kräuter. Die Beutekiste. Wir müssen unbedingt noch mehr eigentlich haben. An Platz. Das wäre viel besser. Medipack. Lager reicht vorne und hinten nicht aus. Ich wollte es nur erwähnt haben. Das war's schon. Lager ist schon voll. Müssten wir ein bisschen sortieren. Warte mal. So. Gewehrmunition kann dahin. Warte mal. Ich sortiere mal gerade ein bisschen. So, okay. Ah, Dietrich haben wir hier, Metallplatte. Gut, haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar, um wieder was zu sammeln. Wir müssen noch ein bisschen elektronische Teile, war das, glaube ich, jetzt, was wir dafür brauchen, ne? Oder? Ich gucke nochmal eben schnell im Baumenü. Hier war das, ne? F. Und dann hier. Mechanische Teile brauchen wir, okay. Oh, warte mal, können wir hier auch eine kleine Kommode, können wir auch nochmal eben bauen. Mal direkt daneben. Wir brauchen auf jeden Fall mechanische Teile. Wie viel können wir denn da jetzt lagern? Nicht viel, ne? Egal. Guck mal. Aber da kriegen wir doch auch schon wieder was rein. Wir haben so viel Gewehrmunition. Alkohol. Das war die Salbe gegen... Genau, für Gesundheit, ne? Die würde ich vorsichtshalber mal behalten. Die Shotgun 10 Schuss auch. Die Dietriche natürlich auch. Aber so viel Revolvermunition brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Deswegen würde ich das so lassen. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, Freunde. Ich würde sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Läuft ganz gut. Und ja, so auch in Aufnahme. Würde ich sagen, in der nächsten Folge starten wir die nächste Mission. Wir schauen mal, wo uns die nächste Mission dann hinführt. Hier in Prypjat bei Tschernobyl Light. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Also danke fürs Zusehen. Tschüss.